Das ist Glanz vom Forstwald, also aus der Tucht von Kadi Zingsheim, den der Frederik uns jetzt vorreiten wird. Okay, Frederik? Das ist ein Pferd, wo ich bestimmt nachher sehr viel zu sagen kann, sagen möchte. Und der Glanz ist geboren 2007, also jetzt 13 Jahre alt. Und hat eine sehr interessante Abstammung. Ist Wallach, insofern ist nicht ganz so wichtig, was für eine Abstammung er hat, aber trotzdem. Der Vater ist Truhe von Wetzinge. Die von Wetzinge Zucht aus Holland, von der Familie Boersma. Die haben den Truhe gezüchtet und der war dann, ich glaube sogar mehrfach auf Weltmeisterschaften, ist Weltmeister Zucht geworden, damals in der Schweiz vor ganz, ganz vielen Jahren. Sein Vater ist hier vom Rappenhof, der Turf- und Sportssohn, der auch sehr erfolgreich war, mit Andreas Trappel, Tölt-Weltmeister geworden ist und so weiter. Und seine Mutter kenne ich selber nicht, die geht aber zurück auf eure Frau Sufu. So, und der Frederik hat da schon angefangen. Ja, der Glanz ist ein ganz spezielles Pferd. Einmal ist er extrem sympathisch. Ich habe es bestimmt schon mal hier und da erzählt, dass ich eigentlich keine Lust mehr habe, irgendwelche bisschen komischen Pferde zu reiten. Aber er ist so ein Pferd, den ich selber sehr gerne reite. Der ist zwar peppig und hat Ausstrahlung und Ausdruck und Aktion und alles. Aber er ist sehr fleißig, aber trotzdem immer sehr zuverlässig und ja, sehr, sehr kontrolliert zu reiten. So, man wird es nicht glauben, wenn man die Aktion vorne sieht, aber der ist unbeschlagen. Deswegen läuft auch jetzt auf der frisch präparierten Bahn direkt als Erster, bevor da irgendwelche Steinchen hochkommen können. Und weil wir in allererster Linie dran sind, ihn im Tölt stabiler, sicherer zu machen. Und wie man sieht, sieht das auch schon sehr schön aus. Er ist extrem bequem zu reiten. Er muss halt eben noch stabiler, noch gleichmäßiger werden. Man sieht ab und zu mal so einen Hacker dazwischen drin. Ja, und damit er es möglichst leicht hat, im Tölt zu sein, haben wir vorne ihn die Eisen vor einiger Zeit jetzt schon abgemacht und reiten ihn ganz viel ohne Eisen vorne. Er ist hinten mit Zähneeisen beschlagen. Kann sein, dass er auch Lederplatte hat, ich weiß gar nicht genau. Aber teilweise tun wir auch nochmal bewusst hinten ein bisschen mehr Gewicht dran, ein paar Boots hinten drauf oder Steckgewichte, um die Hintern noch mehr nach vorne zu bringen, was aber eigentlich schon ganz toll geworden ist. Also man sieht das ja, wie die Hinterhand drunter greift. Das ist eigentlich ein Pferd mit einer unheimlich tollen Gangmechanik. Das Einzige, was ist, dass er lange Zeit sehr unsicher im Tölt gewesen ist. Aber jetzt diese Schrittchensarbeit, sage ich mal, diese ganz kleine Arbeit, viel langsam reiten, eigentlich selten so reiten, wie der Frederik jetzt reitet, sondern erst sind wir nur ganz gemütlich, langsam eine halbe Stunde da tölten lassen, hat sich eigentlich schon ganz schön ausgezahlt, dass er schon deutlich mehr in den Tölt reingekommen ist. Und wie wir nachher sehen werden, die anderen Gangarten sind gigantisch gut. Er hat einen Trab, das werdet ihr nicht glauben, dass der keine Eisen hat, wie der gleich im Trab läuft. Ja, und was aus ihm sehr schön ist, dass er jetzt auch immer mehr gelernt hat, in den Tölt, wie wir sagen, in den Tölt reinzulaufen. Dass durch das Tempo die Hinterhand richtig gut nach vorne fliegt. Wie gesagt, wenn man die noch unterstützt. Mit ein bisschen mehr Gewicht geht es noch leichter. Aber das ist eigentlich so etwas, wir wissen, dass er toll laufen kann. Deswegen machen wir das eigentlich gar nicht. Den Trab, guckt euch das mal an. Der Trab, der Frederik hat den gestern einmal getrabt, um zu gucken, ob das alles noch geht. Und ansonsten traben wir den nie. Der ist einfach gigantisch da. Und Leute, das ist ein Trab ohne Eisen vorne. Guckt euch das mal an, wie der raussticht. Das ist, also, sieht schon fast aus wie ein richtiges Dressurpferd. Nein, Blödsinn. Aber echt super gut. Ja, das war jetzt gefuscht, aber egal. Ganz saubere, trotzdem, dass er keine Eisen vorne hat, gut bergauf gesprungen. Wenn der jetzt noch mal beschlagen ist vorne, dann kommt er noch höher. Nur ich bin extrem auf der Bremse, ihn
vorne zu beschlagen, weil mir geht es eigentlich nur darum, was man ja auch ganz leicht nachvollziehen kann, mir geht es nur darum, den Tölt zu stabilisieren. Denn an den anderen Gangarten, die brauche ich ja nur zu nutzen, wenn ich sie haben will. Die sind ja super gut da. Und ihr seht, der geht gut vorwärts, der ist immer wach und aufmerksam und da. Ja, aber wie gesagt, selbst ich reite ihn noch. Jetzt macht er die lange Seite nochmal auf, glaube ich. Jawohl, ja, sehr gut. Ja, herrlich, guckt euch das an. Wie weit der raustritt und zum 100. Mal jetzt und das ohne Eisen. Super gut. Super, Frederik. Okay. Okay, heißt durchparieren. Und lang lassen. Und dann ist er auch wieder unten. Der hüpft da nicht in der Gegend rum, der zeigt super tolle Leistung. Und im nächsten Moment unten. Ganz, ganz tolles Pferd. Für einen, der fleißig ist, der so ein bisschen basteln kann, sich Zeit lässt, aber dann hat er ein gigantisch tolles Pferd. Und sympathisch ohne Ende. Okay. Schritt sauber, taktklar. Gute Haltung, ganz leicht im Genick. Wunderbar. Sehr schön. Alles klar, danke.